Wisst ihr, Freunde, es gab in den letzten Wochen eine Zeit, in der ich wirklich sehr, sehr viel Ultimate Team gespielt habe. Das war vor allem zu der Zeit, als meine Freundin in London war. Das war echt eigentlich ganz cool. In der Zeit hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit Liga 1 bzw. Liga 2 gespielt, je nachdem, wie es halt gerade mal lief. Es gab immer wieder Fails zwischendrin, wie wir es halt von FIFA kennen, aber es war in Ordnung. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, habe ein bisschen weniger gespielt, weil meine Freundin halt wieder da war und ich noch ein Real Life habe. Ich investiere mein Geld nicht in FIFA, dementsprechend bin ich auch nicht darauf angewiesen, Ultimate Team zu spielen oder es ja auch in meiner Freizeit zu tun, wenn ich andere Dinge habe, die mir mehr Spaß machen und für die ich mein Geld lieber ausgebe. In der Folge, ja, habe ich Kommentare bekommen. Max, pack doch mal Geld in das Spiel. Max, lern noch mal zu verteidigen. Wisst ihr, Leute, das ist so eine Sache. In meinen ganzen Karrieremodi habe ich jedes Mal die beste Abwehr der Liga. Auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, bei dem ihr mir immer sagt, stell ihn doch nochmal höher, weil ihr wahrscheinlich glaubt, dass es so einfach ist, weil ich auf einem ja einen leichten Schwierigkeitsgrad spiele, was aber gar nicht so ist. Das Ding ist, wenn man Ultimate Team spielt, es kommen einige Faktoren dazu. Momentum, dass es keine KI ist, sondern der Gegner, dass der auch mal Glück haben kann. Die Connection, die ein wichtiger Teil ist, was viele von euch, glaube ich, nicht so wirklich in Betracht ziehen. Und dann natürlich noch die Spieler an sich und die Chemie. Was in gewisser Weise im Moment ist, nur von daher möchten wir da auch nicht jetzt so näher drauf eingehen. Ich habe also die Nachrichten bekommen, Max, du kannst dich verteidigen, lern an der Verteidigung. Wisst ihr, ich habe das auch schon mal beantwortet. Ich spiele einfach nicht konzentriert. Ich sitze da, höre Musik, gucke eine Serie und gammel, während ich spiele. Und in den letzten Wochen ist das wieder extremer geworden. Und warum? Weil dieses Spiel immer schlimmer wird. Ich fange an, vernünftig zu spielen, aber nach einer gewissen Zeit, das sind meistens so ein, zwei Spiele, macht es einfach keinen Spaß mehr. Und ich werde euch jetzt in diesem Video gleich zeigen, beziehungsweise ein Spiel zeigen, das mich jetzt wieder dazu bringt, dass ich die nächsten Wochen Ultimate Team noch sehr dosiert anfassen werde, einfach weil dieser Modus in meinen Augen weder Sinn ergibt, noch Spaß macht. Man kann seine Zeit gerade in FIFA mit besseren Dingen verschwenden oder verbringen, Karrieremodus zum Beispiel, und das werde ich jetzt auch wieder tun. Natürlich macht Ultimate Team teilweise Spaß, das Team spawnen, das Teams ausprobieren, aber es gibt zu viele negative Aspekte, die mich einfach dazu bringen zu sagen, Ultimate Team wurde dieses Jahr von EA mal wieder als unfertiges Spiel ordentlich verkackt. Ja, so Freunde, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, was eigentlich Sache ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao. Retard alert!